Das ist nämlich das Wichtigste beim Fotografieren, dass man Augen hat. Genau. Ja, wir machen nicht mehr Hokuspokus und jetzt kann ich wieder sehen. Thomas, weißt du noch, wo wir jetzt hinfahren? Nee. Ich bin so froh, diesen Roadtrip zu machen. Ich bin dabei, ihm zu helfen, dass er noch fotografieren kann und das hält ihn wach. Jeder von uns kennt die Fotos von Thomas Höpker. Einer der weltbesten deutschen Fotografen. Langjähriges Mitglied, jahrelanger Präsident der renommierten Agentur Magnum. Für den Stern und später für die Agentur Magnum hat Höpker die Welt bereist. Thomas Höpker, was suchen Sie, wenn Sie durch Ihre Kamera auf die Welt blicken? Ich habe durch dieses kleine Loch geschaut, über 50 Jahre, um Bilder zu finden in der Realität. That's wonderful. Come on, dudes. You bring me a beer? This is what we do for breakfast. Gute Bilder sind selten. Und ein gutes Foto zeigt eigentlich immer die Ansicht des Fotografen. Das ist wirklich so der Inbegriff des Nichts. Ja, Bibi, fotografiert man nichts. Das ist nicht so einfach. Du wirst schon was finden. Ich gucke, was es im echten Leben gibt und zwicke mir da so ein Scheibchen raus. Ist da auch was? Ja, nee. Schmeckt ja nicht. Hm. Ist gesund. Keine Antwort.